Hallöchen, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder am Start, an Stissel hier, Palando, Kirwin, Tobika und Milhauser auf dem Weg, das Katana zu besorgen. Und Kirwin, hallo. Kirwin hat das Navi in der Hand. Hallo. Sag hallo. Hallo. Ja, ich suche auf dem Fußboden, findet man das da nicht? Ja, irgendwo muss es sein im Schnee. Das Katana, ja, genau. So einfach. Schack genau. Gefunden. Also neben der Station, genau. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Genau, das war's. Tschüss. Kurze Runde. Ja, wir müssen Richtung Berg, ne? Ja, aber irgendwie... Und der Berg ist jetzt nicht so schwer zu finden, finde ich. Der Berg ruft. Ja, den findet er auch ohne mich, ne? Oh. Geradeaus Guck. Ist ein Gegner und vor uns auch da oben in den Bäumen. Mhm. Aua. Aua. Nee, ich werde hier gehauen. Boah, Arm ab. Hinter dir, Kai, hinter dir. Oh, da oben läuft noch einer rum. Meine Güte. Nicht weglaufen, Kumpel. Ach, wir sind locker an einem Lager vorbei. Ja, das macht. Oh mein Gott! Schlaft ihr oder seid ihr wach? Hallo? Ja. Na, die haben ein Bein auf dem Kopf. Die haben ja Essen hängen, aber ich kann es nicht nehmen. Ich glaube, das, was hier hängt, willst du nicht essen. Kann das sein, dass hier gar nichts ist? Ja, voll doof, ne? Die haben sich wirklich Steine auf den Kopf gelegt, das stimmt nicht mit denen. Vielleicht haben sie die mit den Steinen erschlagen. Ist ja durch den Arsch gefehlt, ja, ne? Oh, Tücher. Doch, ja, genau, kann man hier nehmen. Aber das ist, glaube ich, alles. Also ich habe hier nichts weiter, keine Kisten, kein gar nichts. Ja. Komisches Lager. Voll langweilig, langweilig. Ja. Kein Wunder, dass sie so aggro waren, die haben ja nichts. Weiß jetzt einer, wie man den Schlitten benutzt? Also man kann ihn in die Hand nehmen und dann? Draufsetzen. Was? Okay. Wahrscheinlich nochmal links irgendwie für benutzen oder? Das muss er irgendwie... Wir werden es gleich rausfinden. Oh, langweilig. Ich will doch einfach nur Schlitten fahren. Ich wollte auch so gern mal Schlitten fahren. Also hier kommen wir nicht hoch, hier ist nur Steilwand. Habt ihr den Kletterhaken nicht mit, die Seilrutsche? So hoch kommen wir nicht. Warte mal. Ich teste das jetzt, warte. Hui! Oh oh. Okay, bin ich bin oben. Oh mein Gott. Vorsicht, Kai, nicht runterstürzen. Alter Schwede. Ich gehe wieder zurück ins Lager, noch was schöner. Aber es hat funktioniert. Erstaunlich, ne? Dass wir so können. Und so ein paar Seilrutschen haben wir ja noch, vielleicht können wir ja noch steiler hier hoch. Warte mal, da oben rechts, ich versuche das mal. Oh, das wird nichts, Kai. Nee, wir können hier lang. Brauchen wir die Seilrutsche nicht. Okay. Kein Problem, davon, davon haben wir mittlerweile auch genug. Ja. Was ist das für eine Steigung, die mir hochklettert? Schwede, ey. Wenn du den Winkel richtig krass stellst, sieht es flach aus. Genau. Ich sollte eine Taschenlampe gerade. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Oh nein. Und doch hier so ein bisschen mit Jump Run geht's. Okay. Oh, ich höre die Melodie von Mario so. Ey, einmal stürzen hier und du bist hinüber, ne? Hier oben wird's hell. Mhm. Könnt ihr mir mal sagen, wo ihr da hochgegangen seid? Einfach gehüpft. Immer so ein bisschen. Hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Boah, dann... das sieht schon krass aus von hier oben. Hat er den Gleiter? Ja. Gibt's in dem Spiel auch, ne? Mhm. Krass. Okay. Krass. Lass uns doch kurz auf Olli warten. Ich fall hier immer wieder runter. Weiter links, glaube ich, musst du dann. Also quasi da und dann nach links. Ja, rüber, jetzt, genau. Okay, dann okay, okay. Hüppeln, hüppeln, hüppeln. Ja. Oh Gott, ist das hoch. Hier oben auf dem Berg ist ja auch ein See.
So. Oh ja, den Gleiter gibt's da oben. Sensationell. Ich bin weg. Sensational. den gibt's da oben. Den Gleiter oder wo? Ja, so den holen wir uns auf jeden Fall. Ja. Das wird cool. Hier oben müssten wir bauen. Das sieht schon ziemlich cool aus, ne? Aber hier hast du echt wenig Holz. Na, hier, ja, rechts und links. Gerade aus, ganz viel Holz. 100 Kelvin, der macht das. Einen falschen Schritt, ne? Ja, wirklich. Sieht aus wie hier Dings auf dem Mount Everest, der schmale Stieg zum Gipfel. Mhm. Seht ihr die Höhle da hinten? Auf dem Navi? Richtung. Ja, unten, jetzt unter uns oder wo, da auf dem Berg? Ich muss mich kurz mal... Nee, auf dem Berg da vorne. Ah. Auf dem Berg, also direkt wenn du nach vorne den schmalen Stieg hier weiter guckst, da in die Richtung Höhle müssen wir, da steht wohl ein Gleiter. Okay. Ich folge mal. Hallo Echo! Hallo! Eine Lawine. Genau, gleich Boom. Soll ich mal mit der Shotgun schießen? Vielleicht kommt da wirklich eine Lawine. Und Olli macht's und. Das nicht, aber einer ist gestorben. Ich hab aus Versehen einen erschossen. Eine Menschenlawine. Wie in den Shootern hast du jetzt irgendwo auf dem anderen Ende der Karte. Wen erschossen, ja. Wen erschossen. Hey, Fleischklops. Geh weg. Palando, du siehst voll eklig aus. Ja. Ich hab volle Rüstung. Und dann hast du auch noch das Fleisch umgehangen. Und dann hat er auch noch Fleisch. Ich meine, das Fleisch macht es ein bisschen besser, solange es nicht schimmelt. Kai, mit dir ist es immer ganz anstrengend. Können wir nicht mal einen schönen Spaziergang machen? Nee, er wollte das. Ich weiß noch nicht, wie wir hier gleich noch weiter hochkommen. Seilrutsche. Seilwinde, genau. Irgendwie? Muss auch schon festes Schuhwerk anhaben. Jungs, Barfuß. Wartet mal, meine Flipflops drücken. Barfuß. Wie seid ihr denn hier hochgekommen, Alter? Hüpfen. Immer nur hüpfen. Oh. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Das ist echt mega hoch, ey. Das ist voll steil, ey. Vielleicht haben wir Atmen, müssen wir das Atmen. Ja, wirklich. Deswegen haben wir das Taucher-Gerät. Nimm das Taucher-Gerät, ich kriege keine Luft mehr. Die Sonne brennt, hat einer Sonnencreme? Alter. Ja, das Fleisch von Markus ist gleich durch. Boah, ich wäre fast untergefallen, ey. Guck mal nach hinten, wie schick das aussieht. Krass, ne? Markus, du riechst voll lecker. Ich glaube, das Fleisch ist durch. Bang. Ah. Gab's hier Friendly Fire? Ja, leider. Ja. Ja. Ich würde hier links gehen. Ich geh mal lieber rechts, glaube ich. Alter, da! Doch, hier links geht nicht. Lass uns doch die Seilrutsche nehmen, Jungs. Aber guck mal hier. Ja, hier könnte gehen. Hier, wo ich gerade bin. Ich bin oben! Ja, genau. Viele Wege für nach oben. Ich renne den Fleischklops hinterher. Ja, ist ja, glaube ich, am unanstrengendste Weg. Ich habe jetzt bloß nicht geguckt, wo wir hin müssen. Ja, doch, das passt schon. Na, ich gehe einfach mal bergauf. Erstmal nach oben. Erstmal, bis wir ganz oben sind. Das ist erstmal das Ziel. Das ist echt. Vielleicht kann man hier oben dann seine Standarte setzen. Oh, hier, guck mal. Das ist, ich bin jetzt, glaube ich, am höchsten Punkt. Überholt. Ja, du hast mehr Hunger, ne? Ich merke das schon. Aber auch mit was für ein Affentempo man hier hochrennen kann, ne? Also, Gipfel. Mega realistisch. Gipfelkreuz. So. Da. Jetzt könnte man hier mit dem Schlitten runterbügeln, oder? Oh, ey. Hier will ich keinen Schlitten fahren, wenn ich ehrlich bin. Ich schon. Also wenn ihr jetzt die Karte auspackt, das Navi, ne? Ja. Da ist ein See und links davon ist eine Höhle. Ja. Da in die Richtung müssen wir. Ich pack jetzt Schlitten aus. Ich glaube, das geht nicht, oder? Kann man hier Schlitten? Also man kann den nehmen und dann? So. Und jetzt? Wo ist der überhaupt? Oben links. Oben links, ganz oben links. Jetzt habe ich nur eine Hand. Bitte. Ja, genau. Okay, vielleicht muss man den mit irgendwas kombinieren. Den kann man kombinieren. Aber ich weiß nicht mit was. Nee, komm, ich würde es ja testen, einfach mal jetzt den Berg abzulaufen.
Wie ablaufen? Ja, einfach runter quasi. Vielleicht Richtung Höhle. Das glaube ich nicht. Ich google das jetzt. Ich wollte es auch gerade sagen, einfach mal goggeln, ne? Ich google jetzt. Sons of the Forest. Schlitten benutzen. Glückt, klickt, springen und die linke Maustaste. Moment, ich fange nochmal von vorne an. Klickt gleichzeitig auf springen und die linke Maustaste. Gleichzeitig, okay. Oh, ich bin so gespannt. Das kann nur schief gehen, Jungs. Das kann nur schief gehen. Mach mal eine grobe Richtung. Ja, Höhle. Ja, da unten am See. Karte an. Also ich sag mal, die Steilwand unten, die wird dich schon bremsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Hilfe! Oh Gott. Mit der Maustaste steigt man übrigens auch wieder aus. Ach du Schande, ist das schnell. Das hat nicht so gut. Das hat nicht so, bei mir hat das nicht ganz so glücklich funktioniert. Da kommt Tobi. Oh mein Gott, ey. Oh okay, mein kam Gott. Relativ schnell die Wand, ne? Aber hey, doch, das ging schon ganz schön. Markus! Was ist denn geschossen? So, wir müssen hier über diesen. Gehen wir rechts drumrum um das Teil hier? Wie rechts drumrum? Ja. Mitten drüber? Ja, du kletterst ja schon wieder hoch, ey. Wie schnell du da hoch bist? Was bist du? Bist du Affe? Jedi. Was bist du denn für ein. Reinhold Messner war auch gerade schon hier. Ja, er hat sich bei dir erkundigt, wie du das machst. Aber Markus ist auch gerade geil aus, wie so ein Flummi. Zu dem Berg runtergeballert. Aber nochmal, wir wollen da unten zu dem See, ne? Zu der Höhle am See, ja. Ja, okay. Oh ja, hier, guck mal, hier ist wieder ein optimaler Schlittenabhang. Also, ja. Geronimo! Oh Gott, das ist ein optimaler Schlittenabhang. Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. So. So, auf geht's. Oh Gott, man kann nicht lenken, ne? Man kann überhaupt nicht lenken. Oh Gott. Ein bisschen, aber die Perspektive ist ganz schön für weit. Achtung, weit. Ich bin im Wasser. Wie steigt man aus? Schlipper. Linke Maustaste. Nee, geht nicht. Ich stürze gerade einen Wasserfall runter. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was mache ich hier? Wo ist jetzt die Höhle? Ah, da ist die Höhle. Ich komme wieder ein Stück. Ich muss ein Stück zurück. Ja, ich auch. Wow. Das hat Spaß gemacht. Das machen wir gleich nochmal. Aber muss ich ja sagen, stabiles Zeug, was so aus dem 3D-Drucker rauskommt. Markus, du gehst in die falsche Richtung. Sehe ich gerade. Nicht in die Höhle rein. Irgendwo da muss ein Camp sein. Laut Karte zumindest. Also hier bei mir ist irgendwas. Aber das sind irgendwelche komischen Geräte hier. Hier so eine. Tücher. Nähmobile. Ja, aber die sind nicht funktionsfähig. Genau, also quasi am anderen gegenüberliegenden Ufer von der Höhle sollen Camps sein. Und da soll wohl auch ein Gleiter rumstehen. Okay, dann sind wir hier. Oh, Kampf? Tobi hat mich gehauen. Ich wollte da den Busch und du bist von hinten gekommen. Ich stand in dem Busch. Du hast halt draufgehauen. Hier, bei mir. Hier ist das Camp bei Markus und mir. Man kann hier auch speichern. Also vielleicht auch nochmal speichern. Für ja, das mach ich immer. Da sind auch Schlitten. Okay. Ein Gleiter sehe ich hier noch nicht. Hier oben, kommt mal hier hoch. Hier ist der Gleiter. Ja, genau. Und hier ist ein Bauarbeiterhelm. Ach krass, kann sich sogar jeder nehmen. Coole Sache. Der Bauarbeiterhelm, geht der? Können wir ihn nehmen? Den blauen Helm da? Nee, ne? Nee. Cool. Machen wir die Kisten kaputt, vorsichtig. Mit G stellt ihr den Gleiter übrigens wieder ab, ne? Wie alle anderen Dinge auch.
Schade, den kann man nicht ins Inventar packen, ne? Den muss man wirklich. Nee. Okay, aber also euch ist bewusst, wir müssen jetzt den Berg wieder hoch damit, ne? Ich will das unbedingt ausprobieren. Ja, passt sich eigentlich ganz gut. Da wo wir hin müssen, können wir den, glaube ich, gut gebrauchen. Ja? Ich gehe jetzt hier den Berg hoch. 9 mm Munition habt ihr genommen aus dem Zelt? Nee, ja. Warte, ich komme nochmal runter. Ich stehe nochmal meinen Gleiter hier hin. So, jetzt müssen wir. Genau, wenn ihr jetzt die Karte anmacht und Richtung Höhle guckt, hier am See, dann zoomt ihr ein bisschen raus und dann seht ihr wieder eine andere Höhle. An dem See. Da müssen wir, auf diese Richtung See müssen wir. Bei diesem blinkenden Symbol hinterm See. Ja, okay, alles klar. Aber ganz kurzer Tipp, bevor wir jetzt tatsächlich weiter düsen, speichert ruhig nochmal ab. Ja, hab ich gemacht, weiß, ob genau. Man mit dem Gleiter nicht irgendwie. Nee, absolut. Ach, da hinten ist mein Gleiter. Gegessen habt ihr hier alle, ne? Dieses Manjari. Ja. Okay. Würdest du mal den Gleiter? Einer eine Idee? Spring und linke Maustaste. Linke Maustaste, ja. Das hat gerade nicht funktioniert. Nee, das würde ich sagen, hätte ich jetzt genauso gemacht. Oder einfach laufen und... Irgendwer hat seinen Gleiter gerade weggeschmissen. Ja, ich, das Tobi. War Spring und linke Maustaste. Nee, Tobi hat den auch weggeholt. Ja, ich auch. Oder einfach runterlaufen und in der Luft hängen. Also runterspringen von so einem großen Abhang hier. Weil wir hängen ja schon drinne, weißt du? Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt, ja, müsste eigentlich klappen, wa? Du läufst halt nur in die falsche Richtung, ne? Ich will den Berg hoch. Ich will den Berg hoch. Okay. Dass ich halt weit fliegen kann, weißt du? Den braucht man doch auch von hier, um bestimmt um irgendwo hinzukommen, wo man sonst nicht hinkommt, ne? Könnte ich mir gut. Da oben links sehe ich schon einen guten Absprungplatz. Oben links vor mir. Aber dann lass uns ruhig in die andere Richtung springen, dass wir einen Absprungplatz suchen für. Achso, da oben. Und dann umgedreht. Ja, ja. Sehe ich auch. Ja. Alles klar. Genau. Da kommen wir genau in die Richtung und haben da oben perfekt. Ich hoffe nur, es funktioniert, wenn ich da runter springe. Du hast einen weggeschmissen, Markus. Okay. Oh, ich gerade auch. So, jetzt habe ich ihn wieder genommen. Ich auch. Ich könnte hier stehen bleiben, dann könnte ich es aufnehmen, wie er euch von der Klippe stürzt. Oh, hier oben ist irgendeine Grenze, hier geht es nicht weiter. Deswegen wahrscheinlich. Hier oben kann ich nicht weiterlaufen, deswegen schmeißt er mal das Teil weg. Also muss ich hier jetzt hoch. Ja. Ah, von hier geht's. Hier oben ist doch ideal, oder? Schon wieder abgeschmissen. Ja, ich seh die Höhe, ich sehe da unten schon das Wasser, den See. Ne, das ist der, wo wir gerade waren. Wie? Das ist nicht der, wo wir. Ach, da ganze, ja, stimmt, aber da ist ja auch dahinter, das geht auch. Da kommt man von hier gut hin, stimmt. Ja, du würdest jetzt einfach nur springen und dann hoffen, dass er fliegt? Warte, ich google kurz, Kai. Genau, Moment. Ich gehe warte. Also meiner hat auf jeden Fall mal kurz gestartet, als ich gesprungen bin. Ja? Ja. So, ich guck mal, vielleicht steht das ja hier. Greift den Gleiter dann einfach mit der E-Taste und haltet den Sprungknopf für etwa eine Sekunde gedrückt, während ihr von der Klippe springt. Et voilà. Aha. Also, wir haben ihn ja schon. Also einfach über die Klippe springen und eine... Sekunde E, Sprungknopf, also Leertaste, ne? Ich guck dir zu, wie du über die Klippe springst. Über die Klinge. Oh Gott. Das funktioniert. Oh mein Gott. Oh Gott. Der rammt ihn ungespitzt in den Boden. Okay. So, ich fliege. Tobi fliegt gut. Ich nicht. Ich muss wieder hoch. Muss ein bisschen hochgucken. Wo wollen wir denn hin? Ja, die Richtung ist schon richtig. Das Problem ist, die Steuerung ist verkehrt. Also es ist nach oben, ne? Ja, die Richtung ist gut, Tobi. Ja, deswegen bin ich abgestürzt. Das ist ja geil. Boah. Ich gehe da wieder hoch. Ich komme hinterher. Wartet nicht auf mich. Ich sehe den See schon. Das ist ja, das ist cool. Ja, geil. Also einfach S drücken, ja, wenn man abgesprungen ist. Ja, eigentlich dann nichts mehr. Einfach warten. Wollt ihr da quasi auf der Kuppe landen erstmal, wo ihr jetzt gerade gelandet seid, oder? Ja, wir haben ja mal einen Zwischenstopp gemacht. Ich bin hier kurz gelandet. Genau, ich habe das gesehen, dass Tobi hier gelandet ist und dadurch mache ich das auch. Sehr, sehr abgefahren. Flieg mal weiter, weil ich nicht gucke oder gerade nicht gesehen habe, wo wir hin. Ja, ist alles okay. Ich bin komplett über euch, oder? Ich bin hinter euch, ich komme. Hui. Das ist schon ziemlich cool.
Ich finde es auch cool, dass man, dass jeder den haben kann. Man kann übrigens auch einhändig fliegen und aufs Navi gucken in der Zeit. Ja, das stimmt. Genau. Wenn ihr das Navi jetzt anmacht, dann seht ihr einen Punkt. Grobe Richtung, da müssen wir hin. Also ich fliege gerade einen Punkt. Wird man schneller, wenn man nach unten geht? Nee. Nee. Die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Müssen wir zum Blinkepunkt, Kai, oder zu der Höhle? Ja, zum Blinkepunkt. Zum Blinkepunkt. Okay. Ist das abgefahren? Ja. Oh oh. Wie landet man da eigentlich? Weiß nicht. Geronimo! Oh Gott. Da, wo du jetzt bist, müssen wir hin? Ich hoffe. Okay. So grob. Oh Gott, ich knall hier voll durch die Bäume. Ich knall hier voll durch die Bäume. Um Gottes Willen. Okay. Und ohne Elch! Was ist jetzt mit unserem Gleiter? Den will ich ja nicht weglassen. Diese kriechenden Viecher, ne? Mit Fleisch überzogen. Krass. Wo ist der Elch? Der ist weggegangen. Ja, ist aber die Gleiter, ja, müssen wir dann irgendwann nochmal wiederholen oder so, ne? Aua. Ja, oder wollen wir die einfach wieder mit ins Lager schleppen nachher, dass wir die da parken? Na, ich weiß nicht, ob die gespeichert werden. Können wir ja auf dem Rückweg, ne? Wir müssen ja wieder zurück. Dann sammeln wir die nochmal ein. Und jetzt lassen wir sie hier liegen, oder wie? Ja. Würde ich sagen. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt alle vier dann wiederfinden. Weil hier sind jetzt zwei und die anderen. Nee, oben in den Bergen holen wir sie dann wieder. Noch was ist, wenn er die hier speichert? Oh, da hängt, noch einer, hängt so, noch einer am Baum hinter uns. Ist doch so, wenn du die Karte neu lädst, ne? Also wir speichern in dem Camp, loggen aus, laden neu, dann haben wir die doch wieder da. Also momentan geht das doch noch. Ja. Nicht wahr? Oh, da kommt einer. Auf dich zu, Kai. Okay, wir kommen. Markus? Ja, ist gut, ich hab den. Ich bin direkt vor dir. Okay. Okay, den hab ich jetzt zerlegt. Ich habe gesehen, dass hinten nichts mehr war und deswegen bin ich dann einfach. Das ist so lange diese Feuerwehr-Axt echt cool. Ja, allerdings musste ich gerade meinen Schlag abbrechen, weil ich dich ansonsten getroffen hätte. Hier ist hätte. Der Elch. Wollen wir den fleischen? Ja. Oh, verdammt, jetzt ist er weg. Nach links. Also links von Curve, links von Tobi. Ja, der ist weg. Meine der schnell. Ist weg. Die sind so schnell. Naja, wir haben ja gute Waffen. Also die haben ja auch Weihnachten einiges zu tun, ne? Müssen schnell sein. Da sich die Rentiere. Hier hinter Tobi. Ja, hier macht das echt. Hier ist eine Höhle. Oh, der ist richtig geflogen, ey. Kommt da nicht, ja, oder aber was? Da links sind noch welche. Also quasi jetzt hinter Tobi sind. Hier ist eine Höhle, ja. Ja, da müssen wir rein. Wollen wir dann rein, bevor die Viecher kommen? Wollen wir ein Zelt aufstellen vorher? Hier ist noch eins. Ja, hinten kommt auch noch ein größerer angelaufen. Direkt vor Curve. Und rechts von Milhaus auch, rechts von dir, Olli. Genau da. Ja. Den meinen hier habe ich. Okay, ich lege hier mal eine Plane hin, wa? Das ist gut. Jo. Warte mal, jo, wo kann ich sie hinlegen? So, da. Hat einer einen Stock? Sieht schon so komisch aus, wenn sie ihren Kopf in so eine Fleischhülle verpackt haben. Hat einer einen Stock? Natürlich. Ja. Mach mal bitte. Ey, jetzt, genau. Können wir nämlich speichern. Jawohl, jawohl, zack. Schlafen auch, schlafen nicht, wobei... Nee, hier kommen Gegner, aua! Autsch! Wenn ich jetzt schieße, dann... Okay, dann hab ich. Einer rennt weg da hinten. Von Tobi noch links am Hügel hinten. Hinter dir. Ah, geh rein, da Kai. Lass einfach reingehen. Ja. Ist übrigens auch eine Höhle, ne? Also mit Entdecken sehe ich hier gerade. Es wird spannend. Ich glaube, ich gönne mir erstmal ein Energy. Auf den. Aua, wer hat mich jetzt schon wieder gehauen? Ich weiß auch nicht. Ich höre auch gerade irgendwie. Ich hab nur noch halbes Leben. Ich auch. Irgendwas hat mich gerade geschlagen. Oh. Ja, hier ist irgendwas. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht, ich sehe nichts. Ich bin jetzt gerade weggegangen, damit ihr. Ich komm nicht vorwärts. Ach, da ist Kai davor. Ist gerade Stau. Ich
bin direkt an die Seite. Normalerweise an mir müsst ihr jetzt vorbeikommen. Ich habe bloß einmal hier ausgeleuchtet da unten. Aber hier sind auch komische Geräusche. Ja, tropft ein bisschen, ne? Hängt hier ein Seil? Nicht, sondern irgendwie so ein... Nee. Wollen wir mal schauen, was wir hier finden, wa? Oh, hier ist ein Loch im Boden. Modern. Das finde ich schon mal gut. Eine Tür. Gehen wir hoch oder runter erstmal? Erstmal hoch, würde ich sagen, weil hoch kann ja nicht so weit sein hier. Da kann sie ja gerade erst runtergehen. Hier ist auch zugeschüttet. Alter, voll die Kratzspuren. Fußboden. Und zugeschüttet. Hier ist nichts. Hoch geht's nicht weiter. Dann gehen wir runter. Yay. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Oh, nee. Ah, toll. Oh, wo kriegen wir die her? Ich glaube, da hat unser Guide gepennt. Ja. Das ist ja jetzt ärgerlich. Kriegen wir diese Schlüsselkarte her? Das ist eine gute Frage. Hier wäre ja das Katana, sagst du, ne? Ja. Okay. Recherchieren wir mal. Lauft hier was? Irgendwo Treppe hoch bis zu einer Bar und da liegt auf dem Tresen eine Schlüsselkarte. Aber wo? Sehr gute Idee mit dem Feuer. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ist wieder einer da? Ja, und einer mit ganz viel Rüstung. Oh, kommt schon der nächste. Okay, es gibt drei Schlüsselkarten, die sind alle oben links auf der Karte. Hier kommt wirklich eine Menge. Krass. Da wahrscheinlich die war von vorhin. Okay, einen hab hast, ich noch. Hast du alle? Einer hüpft da hinten in den Bäumen, kommt jetzt auf dich zu. Auf der anderen Seite der Karte sind die Schlüsselkarten, des Berges sind die Schlüsselkarten, drei Stück. Okay. Also Richtung, auf der Seite, wo unser Lager ist, quasi. Oh. Shit. Was haben wir hier noch Schönes vielleicht? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt hin und holen die Schlüsselkarten, weil alles andere, wir kommen da nicht weiter. Das sind drei Stück, die wir brauchen. Vorsicht, Kraft. Oh, ne, ich sehe es gerade. Ich bin down. Zu spät, ich war gerade beschäftigt. Okay, also wieder in den Berg hoch sozusagen, ne? Nee, das bist du gar nicht. Ich wollte dich gerade wiederbeleben. Da kommen noch ganz viele mehr. Ich sehe noch drei andere. Ich suche Kai gerade, wo liegt er denn? Nee, ich habe ihn schon. Aufgestanden. Hab ihn schon. Achso. Gerade außen, ganz, also ganz vieles übertrieben, aber drei, vier Stück sehe ich in den Bäumen, an den Bäumen. Ja, wir müssen hier weg. Das sind fünf Leute. Boah, wie viele, ne? Wollen wir hier erstmal schlafen gleich, weil es wird gerade dunkel. Ja. Ja, los. Das ist noch vor der Höhle, aber die kommen, die verfolgen uns, ne? Also müssen wir gleich ein bisschen umgucken. Komm mal. So, alle einmal E und einmal Y. Na toll. Deswegen hat er das nicht gemacht jetzt, oder was? Ja. Toll. Irgendwo hier muss noch ein Gegner sein gerade. Noch in die Höhle gehen und da zelten.
Wir können ja nochmal probieren. Geht, schlafen, probiert nochmal. Vielleicht ist er jetzt wieder weit genug weg. Nö. Na, es geht immer nur 2 Stunden. Hier, ich höre ihn doch hier vor mir irgendwo. Super mit. Hier, vor mir. Da. Verpisst sich. Ja, hier sind mehrere. Lass zusammenbleiben. Kai, lauf nicht zu weit weg. Lass zusammenbleiben. Einen habe ich. Da ist noch einer. Ja, keine Chance, in die dunkle Welt verschwinden. Ja, wir rennen hier hin und her. Das ist ätzend. Vielleicht reicht das ja jetzt schon. Vielleicht haben wir auch das von vielleicht verjagt haben, ne? Dass die Entfernung groß genug ist. Nee, hier, ich höre noch wen. Ja, direkt bei uns hier vorne, ja genau. Hier. Ach, jetzt aber auch so langsam hin. Wie viel kommen denn hier, ey? Rechts von dir, Kirk. Hauptsache, wir ballern uns jetzt hier nicht gegenseitig weg. Oh, verstehst du. War das? Okay. Versuchen wir es mal. Bitte. Oh. No. Ist das ätzend. Ey! Wir können ja auch einfach in der Höhle pennen. Ah, das müsste gehen. Also alle in die Höhle rein. Meine Güte. Hier, können wir hier eine Folie legen, hast du? Geht. Vorsicht! Stopp, nee, nicht schießen. Ja, ich habe auf die Folie geschossen. Ins Bein. Loch, tut mir leid. So. Was du willst? Speichert vorher nochmal. Und dann gehen wir wieder hoch in die Berge, ne? Und dann nehmen wir uns wieder hier. Ich habe Y gedrückt, aber er macht gerade nichts. 2 von 4 steht da, 3 von 4. 3 von 4. Bei mir ist er drin. Ah, jetzt. Von oben ging's nicht. Es ist noch nicht, ob schon Tag ist. Ich gehe mal raus. Noch Navi. 7 Uhr. Sehr gut. Denkt an Trinken und Essen. Ja. Ich höre sie hier draußen schon wieder, ey. Den See drum rumlaufen, dann müsst ihr euch überlegen. Rechts rum, links rum. Oder durch. Wie um den See? Achso. Links rum würde ich sagen. Markus, du musst mal bitte gehen. Ja. Gehen wir mal links drum rum. Olli, du bist eine ganze Ecke vorgelaufen. Ja. Na nur. Dass du nicht zu weit von uns bist. Der Schnee ist weg. Ich bin gerade auf, hier auf der Seite der Welt. Oh, hier, hier. Irgendjemand hat gerade auf mich eingeschlagen. Ja. Kai, habe ich dich jetzt erwischt mit meiner Axt? Nein. Ich glaub nicht, weil bei mir ist ganz viel Rüstung weg. Aber alles gut. Oh. Bei dir ist der Schnee weg, bei mir ist noch alles voll Schnee. Echt? Ja, bei mir ist auch alles weg. Bei mir ist alles weg. Ja. Alles gut, Kai? Ja, ich bin nur zum Ufer gelaufen. Hier ein bisschen. Okay. Da oben hängt noch einer in den Bäumen. Bei Tobi ist ja, lass mal, einer. Lass mal einfach weiterlaufen. Ich glaube, hier kommen unendlich viele irgendwie. Ja. Okay, aber ich bin gleich tot. Oh. Ich muss gleich unbedingt was einwerfen. Ja, okay. Bei mir ist noch voll Winter. Das ist crazy. Hier nicht. Bei uns nicht. Ich möchte auch wieder Frühling. Alles gut, Tobi?
Der Typ, der hinter dir gelaufen ist, den hat sich schnell weggeschossen noch. Ja, hab jetzt Medizin, danke. Schieß auf den Kopf, dann braucht nur einen Schuss, ne? Mit der Pistole. Ja, ja. Wenn die stillhalten, ist das nicht so schlimm. Wenn die im Movement sind, kann ich das nicht so gut. Meine Güte, das weit. Links ist einer, Vorsicht, Curve. Und von Audi auch so ein Dicker. Ich hab ein paar Mal den Kopf getroffen, aber ich glaub, der fällt rum, ey. Oder ich hab nicht den Kopf getroffen. Oh. Vorne ist der Elch am Wasser, rechts vor uns. Ich seh's. Und? Der Link. Haben wir. Cool. Zwei, drei Schuss kassiert noch. Ich kirschne den mal. Zwei Tierhäute collected. Und jede Menge Fleisch. Das bestimmt etwas, was wir hätten zu Mert machen können. Ach so, meinst du? Ja, stimmt. Wie bei den, ja, bei den Gegnern auch wahrscheinlich, ja. Ja. Für nächsten Elch. Der nächste Elch, genau. Krasser See hier. Das ist cool, ne? Boot haben wir nicht, ne? Wir haben nur einen Schlitten. Wobei, das müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder? Wie viel Anlauf? Ja, das funktioniert wohl. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Doch, ich habe drauf gesessen und bin dann im Wasser gelandet. Hier ist ein Waldweg, das ist ja praktisch. Ich glaube, da läuft es sich viel schneller. Oder komm. Ne, doch nicht, es war Regen. Ich dachte, dann kommt auf dem Gegner auf uns zu. Es war Regen. Hast du auf dem Bildschirm geplätschert? Von außen oder von innen? Ja, von außen. Das ist schon gruselig. Dann müssen wir hier wieder hoch, ne? Ja, ja, komm, geil. Du weißt ja, wie du Steilwände kletterst, ey. Affenmann. Chinesisches Sternzeichen. Affe. Aber schon ganz nice, was die hier so per Update immer mit einfügen, ne? Also mit dem Gleiter und Co. Schon cool. Natürlich nicht immer realistisch, ne? Aber also physikalisch realistisch. Weil wir sind ja auf der Welt der Erde mit Kannibalen und keine Ahnung was. Ja. Also von der Sache ist das schon echt cool gemacht. Ja, ja. Absolutely. Witzig. Das ist halt, also Realismus kannst du ja in so einem Spiel nicht überbewerten, nee, ne? Nee, nee. Was ich noch ein bisschen schade finde, noch hat die Basis halt nicht wirklich eine Funktion, ne? Ja, also ich meine die Baufunktion oder das, was man halt machen kann, sind glaube ich auch noch recht eingeschränkt. Ja, ja. Weil auf der anderen Seite hättet ihr Bock, da 20 Stunden in Basenbau zu investieren und nur... Nee, dann hast du das ja wieder wie bei Ark. Ja, ja, wo du dann irgendwelche Maschinen baust, dann kannst du Glas herstellen und so. Das ist ja, und dann kommt irgendein dicker Typ und haut mit einem Keulenschlag alles kaputt. Ja, ein T-Rex. So. Ja, oder baust deine Basis auf einen Baumstamm als eine tragende Konstruktion und dann klaut Calvin den und dann bricht das ganze Haus zusammen. Dinos war schon richtig geil, ey. Ark? Ja, Ark war cool. Mit dem Tamen, mit dem Zähmen. Hatte was, ja. Boah, ist echt zeitaufwendig war teilweise, ne? Krass. Ja, das ist hier schon ein bisschen mehr casual, das Spiel, das stimmt. Ja, so, ja, lockst dich halt einfach mal ein, rennst los, ne? Und, kannst auch mal zwei Stunden was erreichen, ja. Ja. Das ist cool. Blitz! Gewitter! Bei mir ist übrigens immer noch grüne Landschaft und bei euch. Jetzt bei ist Schnee. Bei mir ist Winter. Nein, ja, bei mir ist auch Winter. Aber bei mir war auch unten Winter, also von daher. Oh. Oh. Wo will denn Calvin hin? Sind wir da richtig?
Ja, das hat nicht funktioniert. Verdammt. Also ich glaube, wir sind da nicht richtig. Wo war nochmal das Lager? Bei deiner Höhle, Kai, ne? Höhle und gegenüberliegende Seite. Ja, ja, genau, wir müssen zu Kai. Na, dann hole ich mal meinen Schlitten raus. Ich weiß halt auch nicht, was in der Höhle ist. Das weiß ich auch nicht. Wollen wir da mal reingucken? Ja. Wenn wir schon mal da sind, oder wollen wir... Wenn wir schon mal da sind? Oh, Nebel. Der Schlitten ist auch einfach wirklich so, da kann sich auch auf eine Plastiktüte setzen, ne? Steuerbar ist da ja gar nichts. Nee, null. Du schüsselst da einfach irgendwo runter und kannst hoffen, die zu überleben. Aber es war ja wie so ein Flummi. Aber apropos, warum rede ich eigentlich drüber? Der Höhleneingang ist ja krass aus. Das ist ja mega cool. Oh, ich bin ja gerade im Tiefschnee versunken mit dem Schlitten. Ja, ich hab's auch einmal versucht. Er hat sich einfach nur draufgesetzt und nichts ist passiert. Oh Menno, wo ist denn Kai jetzt hin? Den hab ich versteckt. Ich brauch mal ein paar Pfeile. Oh, oh! Oh Gott, oh Gott. Oh, hier war ein Gegner. Was, Gegner? Hier, an das Ufer, Kai, neben mir. Da. Großer, kleiner? Kleiner, ne? Ne, ein großer, eine Keule. Hab ihm ins Auge geschossen. Okay. Beeindruckt ihn nicht so doll. Hier, ich hab eine Zwille, warte. Alter, wie viel können die denn ab, ey? Du schießt mit Zwille, das muss ja funktionieren. Alter. Schützt den seine Goldmaske so dolle? Krasser Typ. Will die haben, die Goldmaske? Irgendwo gibt's die in irgendeinem Lager. Ja, ich habe eine rote Maske. Hilft euch die? Oh nein. Ja. Ich hab da. Gar kein. Ja, guck. Ja, du hältst sie ja nur an. Kann ich da mal reinschießen? Dann kann ich gucken, ob das funktioniert mit dem Schutz. Vielleicht verfärbt sich dann Gold, ja, gerne. Ja, guckt euch mal die Höhle hier an. Die Höhle sieht krass aus, also der Eingang. Extra einen Kopf abgeschlagen, weil ich dachte, dann habe ich die Maske am Kopf. Ich speichere hier mal. Ja, ich speichere hier auch nochmal. Ja, ich speichere hier auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich da rein will, Kai. Na, dann guckt euch nur den Eingang an. Das sieht schon ziemlich cool aus. Oh, man. Nice. Kann man die Eistafel kaputt machen? Hab ich auch versucht. Jetzt ist da doch drin, der Olli. Alter, was ist das für eine Höhle? Ich hoffe, Palando benutzt den Schlitten als Schutzschild. Hier gibt's Seile und so ein Gedöns. Okay, also ja, also keine Höhle in dem Sinne, sondern einfach nur und für ein Gedöns. Ja. Okay. Hier ist nichts, nichts Wildes. Naja. Boah, so gut ist wieder Sommer, ist nicht so kalt. Skelette. Genau, jetzt müssen wir einmal zu dem Gleiterteil. Da müssen wir da speichern und ausloggen, einloggen. Müsste der Gleiter wieder da sein. Na, wir haben doch schon mehrfach. Achso, mit einloggen und ausloggen, okay, ja. Mhm. Ich folge dir. Bei mir ist immer noch Winter, bei euch nicht, ne? Doch, hier ist jetzt auch wieder Winter. Okay. Nur unten im Tal war kein Winter. Also das bei war mir schon. Das merkwürdig. Merkwürdig. Ne? Dass bei dir Winter war. So, genau. Gleiter ist weg. Ja. Ich speichere hier mal. Ja. Achso, warte mal. Nehmen wir mal Schmerzmittel. Das ist ja auch gleich wieder da, ne? Gab's hier Schmerzmittel? Ja, hier. Zack. No, speichern. Ich log mal aus. Mhm. Oh, ich kann nicht speichern jetzt. Ich log mal spät als letztes aus, wa? Ja. Log, log. Ausgeloggelt. So. Beenden. Ja. Das so? Spiel ganz beenden braucht man nicht, sondern wirklich nur das Ausloggen, ne? Also ja, das genau. Was wir jetzt. Okay.
Bei mir lädt er noch. Ich sag an der Stelle aber auf jeden Fall schon mal schön. Oh, jetzt irgendwas kackt ihr gerade ab. Moment. Hört ihr mich noch? Ihr hört mich noch, ne? Ja, ja, er hat gerade so doof geladen. Ich sag auf jeden Fall schon mal schönen Dank fürs Zugucken an der Stelle. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, auch super gerne ein Abo. Kostet auch nichts. Und dann sehen wir uns bis dahin. Tschüss. Tschüss.